MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play GTA 5. Und ja, wir gehen mal an die frische Luft, wenn ich rauskomme. Hallo, hallo. So, danke sehr. Das ist ja unser älterer Wagen, den wir in unserer Bronzezeit gehabt haben. Und hier steht unser Schmuckstück drinne, den wir jetzt brauchen werden. Wir fahren Richtung Leicester. So, auf geht's. Der Weg dürfte nicht zu weit sein. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass doch viele Leute GTA 5 schauen bei mir. Obwohl das Spiel schon älter ist und auch schon andere Größen das Spiel Let's Played haben. Trotzdem noch Zuschauer zu haben, ist natürlich total cool. Es macht tierisch viel Spaß, und umso mehr Leute zuschauen, umso mehr Spaß macht es natürlich. Falls ihr natürlich Vorschläge habt, was man mal machen könnte hier im Spiel, dann postet die Vorschläge einfach in die Kommentare. Und hiermit möchte ich auch meinen Schatz grüßen. Ich habe gesagt, ich grüße dich mal, Schatz. Ich liebe dich. Ja, ich liebe meine Frau, definitiv, ja. Beste, was je passieren konnte in meinem Leben. Viele denken jetzt, oh mein Gott, wie schnulzig. Ist mir egal. Es ist einfach so. Hallo. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay, ich sollte ein paar Vapid-Aktien kaufen. Meinte der das ernst? Momentan fallend, so wie es aussieht. Wie viel Geld haben wir denn? 75.000. Ja, möchte ich speichern. Wunderbar. So. Haben wir verkauft. So, jetzt müssen wir einen Bus haben. Schade eigentlich, weil ich mochte diesen Wagen hier, und der wird natürlich jetzt auch wieder weg sein. Einen Bus müssen wir uns besorgen. Okay. Dann gucken wir mal. Also wenn das was gebracht hat, wäre das natürlich richtig cool. Wenn man dann ein bisschen genauer auf die Texte hört, dass man doch zwischendurch mal zuschlägt, wenn gesagt wird, kaufen, kaufen, kaufen. Oh, 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 oh. Shit, you hit me. Diesmal konnte ich nichts dafür. Er ist einfach abgebogen. Ich konnte zwar was dafür, aber ich sag jetzt einfach, ich war es nicht. Okay, der linke Hinterreifen ist in Fritten. So. Oh, hallo Bus. Dich nehmen wir doch gerne. Ist wohl sehr schön gemacht, der Bus, muss ich sagen. Guten Tag. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile.
Na, bei mir wird das nicht so lange dauern alles. Wir fahren hier exklusive A-Klasse. Ich bin der neue A-Klassenfahrer. Hat die Polizei uns einfach fast gerammt. Auch nicht schlecht, oder? Damn, would it kill you people to crack a smile? What happened to the old bus driver? I really like that guy. Hey, look out! We got no seatbelts back here! Ja, Entschuldigung. War keine Absicht, wirklich nicht. Der sieht nach einem Verdächtigen aus. Nein, immer noch nicht. Who farted? Come on, that's disgusting. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag diesen Bus. Maximale Geschwindigkeit leider 60. Aber wen juckt's, ne? Entschuldigung. Ja, ein bisschen. Tut mir leid, ich bin schwarz. Ich darf das. Es soll natürlich nichts Diskriminierendes sein. Schon mal vorweg. Oder der könnte es sein. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Fair hike. Forget about it. Spendthrifts. Blame it on the city! Oh my God! He's got a gun! I'm calling the police! Just business shit, you know how it is. So. Wir müssen uns beeilen, wir haben einen Menschen getötet, sie werden auf uns schießen. So, jetzt werden wieder fahrerische Talente gefragt. Entschuldigung. Oh, da war eine Katze. Nicht so schön. So, das sieht schon mal gut aus. So, wir fahren am besten jetzt hier rechts wieder runter. Wir können auch hier runter. Wunderbar. So, die haben wir gleich abgehangen, dann ist das erledigt. So, Lester rufen wir an und sagen Bescheid. Green light, good to go. Erinnert mich so ein bisschen ans A-Team gerade. So, dann gucken wir doch mal, ob es was gebracht hat, ne? Wenn ich die jetzt verkaufe, sind die doch nichts mehr wert, oder? Bin ich jetzt falsch? Oder bin ich jetzt falsch? Wenn ich die doch verkaufe, habe ich weniger raus als vorher. Die waren noch gut. Oder meinte ich, sollte sie verkaufen, nicht kaufen? Prozentualer Gewinn minus 50. Nee. Minus 50 ist nicht gut. Oh, was haben wir hier Schönes? Der sieht ja cool aus. Also ein kleiner Sport hier ist das, ne?
So, wohin geht's? Wir haben noch so viel zu tun, Leute. Unfassbar. So, auf geht's. Zum S. S wie, keine Ahnung, wer es sein könnte. Sehr schöner Wagen, aber der hier gefällt mir besser irgendwie. Zu sterben. Wie sie sich alle bücken, als ob sie alle wüssten, dass da hinten am Arsch der Welt einer geschossen hat. Ah, okay, hier vorne geht's rein. Was geht ab? Was habe ich denn jetzt getan, Leute? Wo ist er? Achso, ich muss erst die Bullen abhängen. Natürlich. Wow. Geh weg. Natürlich wieder ein typisches Bild. Ein Schwarzer bricht irgendwo ein. Das ist eine Scheiße, Leute. Ich sag's euch. Sehr gut. Sehr gut. Oh, 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 oh. Nicht im Kreis fahren. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Komm, raus, 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 raus. Noch sind alle Reifen intakt. Sehr gut. Sieht aus wie ein 7er BMW. Du hast jetzt schon mal ein bisschen schwerer abzuhauen. Und da wir jetzt 3 Sterne haben anstatt 2. Okay, hier ist die Polizeistation. Das war keine gute Idee. Aber der geht gut ab. Ich bin begeistert. Wow. Vorsichtig. Hey, come on, move! So, da vorne kommt doch tatsächlich einer entlang. Das gibt's gar nicht. Hier links. Hier rechts. Hier links. Und hier vorne wieder rechts. So, wir wechseln einmal nach Michael, weil ich glaube, Michael kann nur diese Mission da vorne annehmen. Dann sind wir zu Hause und chillen ein bisschen. Ja, anscheinend. Boah, ein bisschen hier sonnt, ein bisschen hier bräunt. Ja, wir sind ja nicht zu Hause, wir sind in irgendeiner Hotelklatsche oder so. Egal, wir können wahrscheinlich hier zu dem S. So, dann fahren wir mal dahin und gucken wir mal, was uns da so erwartet. Entschuldigung. Hey, sorry. Oha, er hat uns einfach angefahren. Dafür klaue ich dir dein Auto. Warum fällt er denn hin? Die fallen immer hin, wenn man denen das Auto klaut. Das ist ganz lustig. Das ist wieder dieser Jaguar-Verschnitt.